Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, viel haben wir nicht mehr vor uns. Wir haben nur noch die Quest von Mike und der kommt uns gerade entgegen. Das heißt, da laufen wir jetzt mal ganz schnell hin, bevor er jetzt wieder ganz weg ist. Ne, da hinten ist er. Ich wollte gerade sagen, dieser Strahl da, dieses Zeug, das zeigt hinter mich. Aber er ist hier vorne. Genau dich wollte ich sehen. Nee, dich wollte ich sehen. Gameplayerin, genau, die Person, die ich sehen wollte. Wir müssen über das Tal reden. Klar, was gibt's? Wie soll ich es nett ausdrücken? Aha. Dein Tal ist zu schön. Ist das ein Problem für dich? Danke. Es gibt keinen Anreiz, keine Kultur, keinen Schwung. Du verstehst schon, oder? Nicht wirklich. Okay, lass mich erklären. Ich war sowohl in Remis Restaurant als auch in Dagoberts Laden und naja, was ist? Achso, Dagoberts Laden, ja. Was ist bei Herrn Duck passiert? Nichts, nur er braucht dringend ein paar Lektionen darüber, was angesagt ist. Ich mag, was er auf Lager hat. Was ist im Jeremie passiert? Achso, nee, ich dachte eigentlich, er hätte geantwortet. Was ist im Jeremie passiert? Ich habe gehört, dass er ein fantastisches Gericht hatte, bei dem sich alles um frisches Obst drehte. Irgendwas mit dem Thema Himbeeren feiern? Ich dachte, Remi soll ein guter Koch sein. Ich nehme an, du hast ein paar Ideen? Ja. Was ist also der Plan? Dieser Ort braucht ein bisschen Stil, ein bisschen Schwung. Ein kleines Je ne sais quoi, das anscheinend nur ich bieten kann. Also gut, was willst du ins Tal bringen? Eau de Closette. Es ist so naturbelassen hier. Ich will so riechen, als würde ich gleich ein Monatsgehalt bei Herrichshausen ausgeben. Nicht so, als käme ich gerade von einem Bauernhof. Warum nicht? Ja gut, dieser Geruch nach Scheiße ist ekelhaft. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, bei uns in der Straße fährt regelmäßig ein Güllewagen vorbei. Wenn der hier vorbeigekommen ist, dann rümpfen alle die Nase. Aber ansonsten ist Bauernhof doch cool. Es riecht nach frischer Natur und so weiter. Klar, was für ein Eau de Closette willst du denn machen? Ich kann ein paar Gewürze wie Vanille besorgen. Vielleicht etwas Moschus. Was? Nein, nein, nein. Wir nehmen die edelsten Zutaten. Faulender Fisch. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Ich habe noch viel zu tun, wenn ich diesen Ort einen Hauch von Kultur verleihen will. Das sollte nicht allzu schwer Oh, sein. ja. Erster Schritt, hole dir einen alten Fisch von Remi. Wirklich? Ich glaube nicht, dass der die aufbewahrt. Dann vergrabe ihn und lass den Duft reifen. Trotz meines gesunden Verstands, ich bin dabei. Super. Ja. Hol dir einen speziellen Fisch von Remi. Na gut, ich bin wirklich mal gespannt. Oh, hier sehen wir schon wieder eine Blume. Die sammeln wir natürlich ein. Remi. Hallo! Hallo, Gameplayerin. Was für ein kulinarisches Abenteuer erlebst du heute? Ob das so kulinarisch ist, da bin ich mir nicht so sicher. Einen ziemlich merkwürdigen Fall. Oh, du betrittst Neuland? Interessant. Ich helfe Mike bei einem kleinen Projekt. Wir brauchen einen Fisch, der vielleicht ein bisschen älter ist. Glaubst du, du kannst uns helfen? Klar. Machst du ein paar Experimente zum Thema Gärung? So könnte man es nennen. Ja. Das ist fantastisch. Brauchst du Surströmming oder Fanatsushi? Fast jede Kultur auf der Welt nutzt die Fermentation in irgendeiner Form. Eigentlich ist es für ein Eau de Closette. Oh, okay. Das ist ungewöhnlich. Was du nicht sagst. Aus den Gesprächen, die ich mit Mike und Sully geführt habe, frage ich mich, ob sie eine größere Fülle an Geschmacksrichtungen haben. Eine größere Fülle? Was meinst du damit? Wir alle haben bestimmte Geschmacksrichtungen, süß, salzig, sauer und so weiter. Aber was ist, wenn die Monster einen viel umfangreicheren Daumen haben? Was ist, wenn das, was wir als eklig empfinden, für sie nur ein weiterer Geschmack ist, so wie für uns bitter oder Umami? Was zur Hölle ist Umami? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe absolut keine Ahnung. Da hast du gar nicht mal so Unrecht. Wie auch immer, hier ist der Fisch. Ach, den hat er immer mal so mit sich
Dabei. Witzig dabei. Tolles Deutsch. Ich hatte in den letzten Tagen nicht viele Bestellungen mit Meeresfrüchten, also sind sie nicht mehr ganz frisch. Ich wollte sie gerade auf den Kompost werfen. Ah, hoffentlich helfen sie dir bei deinem Plan. Immerhin haben sie es erklärt. Dankeschön. Toll, danke, Remi. Ich werde versuchen, durch den Mund zu atmen, während ich mich damit beschäftige. Ja. Das ist das Einzige, was ich kann. Durch die Nase atmen kann ich nicht wirklich. Also gerade aktuell sowieso nicht. Pflanze den ruinierten Karpfen irgendwo am schillernden Strand. Okay, Moment. Hier oben ist doch direkt der schillernde Strand, beziehungsweise unten, nicht oben. Ich will das aber ehrlich gesagt weder Stitch noch Vajana antun, das riechen zu müssen. Aber hier vorne ist eine schöne Stelle. Nehmen wir die doch direkt. Die ist schon mal... Kann man das als Samen pflanzen, nehme ich an. Ja, okay. Und jetzt? Muss ich den jetzt gießen? Lass den Duft des ruinierten Karpfens reifen, warte 15 Minuten und hebe ihn dann auf. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Oh. Warum suchen sich diese Quests immer genau die Tage auf, wo alles mal reibungslos laufen muss, wo man die einzigen zwei Folgen, die man aufnehmen kann, hintereinander aufnehmen muss, weil man nicht so viel Zeit hat? Und warum muss dann in so einer Quest immer wieder sowas kommen wie warte 15 Minuten? Gut. Genug aufgeregt. Wir warten 15 Minuten, beziehungsweise ich warte 15 Minuten und wir sehen uns aber direkt hier wieder. Ja, und wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht und jetzt haben wir hier eine stinkende Abscheulichkeit vor uns liegen. Die nehmen wir dann direkt mal mit. Bringe den verdorbenen Karpfen zu Mike zur Bewertung. Mike, wo bist du denn? Da. Mike, nicht weglaufen. Bitteschön. Hey, du! Bitte sehr, ein verdorbener Karpfen, wie gewünscht. Oh. Lass mich mal schnuppern. Wow. Er ist perfekt, Gameplayerin. Fantastisch. Du hast ihnen genau die richtige Zeit zum Reifen gegeben. Uhuhu. Der Schlüssel zur Beurteilung, ob er einsatzbereit ist oder nicht, liegt im Geruch. Ah. Wenn er fischig riecht, ist er noch nicht fertig. Aber wenn das Aroma von Ammoniak und die Süße des Müllcontainers wahrnimmst, weißt du, dass er perfekt ist. Ich bin beeindruckt von deinem Wissen über Düfte. Meine Freundin Celia hat mich einmal zu einem Herstellungskurs für Eau de Closette mitgenommen. Was kommt als nächstes? Als nächstes sammeln wir die letzten Zutaten für das Eau de Closette. Wir brauchen ein leeres Fläschchen, um das Eau de Closette hineinzutun und fruchtbare Erde für die erdigen Noten. Sobald es fertig ist, können wir es zu Herrn Duck bringen und sehen, ob es für die anderen Dorfbewohner aufbewahren will. Ich bin mir nicht sicher, ob der das möchte. So, einmal herstellen. Wir haben doch hier vorne direkt eine Werkbank. Nein, Maui. Ich kann jetzt nicht. Da ist aber noch eine Blume, die nehmen wir natürlich mit. Also eine Blume vom Event. Deswegen wundert euch nicht, wenn tatsächlich noch diese Questzeichen über den Leuten drüber sind. Es sind keine richtigen Quests. Es sind nur diese täglichen Aufgaben, die sich, so wie ich das mitbekommen habe, halt immer wiederholen. Und ja, also die mache ich jetzt natürlich nicht immer wieder in eine neue Folge rein, sondern ihr wisst ja jetzt mittlerweile, was die von einem verlangen und was ihr da machen müsst und haben müsst und wo ihr was findet. Ja gut, bis auf die goldene Anstecknadel, die haben wir noch nicht gefunden. Verbinde Figuren, das war was anderes. Gib Dagobert eine Probe. Ja. Ich vermute, alles, was das Licht berührt, ist Teil dieses... Dagobert! Einen schönen Tag noch! Guten Tag, Gameplayerin! Ich hab was für dich. Was bringst du denn damit, Gameplayerin? Es ist das angesagteste neue Eau de Closette im Tal. Entworfen von Mike Luskowski und meiner Wenigkeit. Los, schnupper mal dran. Aber natürlich.
Was denkst du? Gameplayerin, ich kann nicht in Worte fassen, wie fürchterlich das riecht. Ich versuche jemanden zu finden, wir wollen Rückmeldungen. Oh, das ist aber schade. Warte einen Moment, Gameplayerin. Ich glaube, mir fallen die richtigen Worte ein. Es riecht schlimmer als damals, als meine drei Großneffen alle noch Windeln trugen und die Magen-Darm-Grippe hatten. Oh. Und es riecht, als hätte Goofy seinen Fang eine Woche lang in der Sonne liegen lassen. Eigentlich witzig, dass du das so sagst. Aber ich bin ein Geschäftsmann. Wenn du mir einen Dorfbewohner zeigen kannst, der deinen Eau de Closette gerne trägt, werde ich in Betracht ziehen, es zu verkaufen. Wenn du ein dreifaches Siegel auf die Flaschen machst. Der Kunde hat schließlich immer recht. Okay, das geht klar. Versuche es mit Ska und Vanellope. Ich würde sagen, sie sind unterschiedlich genug, dass wir damit eine repräsentative Auswahl haben. Hast du eine Minute? Freundlichen Dank. Ich würde eigentlich lieber gerne Monster fragen, weil die haben andere Geruchsnerven. Na gut, Ska kommt mir gerade schon entgegen. Er möchte sich anbieten, dieses wundervolle neue Eau de Closette zu testen. Oh, noch eine. Hi, Ska. Hier drüben. Wenn du so freundlich man nicht mal reden kann hier. Überall diese lästigen Nachtdornen. So, so. Oh, hallo. Ska, ich habe ein Geschenk für dich. Mm. Hast du? Endlich bekomme ich, was mir zusteht. Ja, so kann man es auch sagen. Mm. Welchen Tribut bringst du demjenigen entgegen, der König sein sollte? Nun, ich könnte es dir erzählen, aber ich zeige es dir lieber. Mach dich bereit für einen Spritzer. Oh, scheiße. Ein Spritzer? Was für ein... Dieser erbärmliche Geruch würde selbst ein Rudel Hyänen den Schwanz einziehen lassen. Magst du es nicht? Nein! Bist du sicher, dass du es nicht auf dich wirken lassen willst? Willst du andeuten, dass es lebendig ist? Ehrlich gesagt, es könnte sein. Da musst du mit Mike reden. Also, wenn Dagobert dieses Eau de Closette in seinen Laden verkaufen würde, wärst du dann daran interessiert, es zu kaufen? Ich werde darauf keine Antwort geben. Sollte es einen berechtigten Grund geben, mit mir zu sprechen, werde ich in meiner Höhle sein und versuchen, diesen entsetzlichen Gestank zu beseitigen. Du hast ja also das Sagen. Soll ich meinen... Ja, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, niemand hat etwas anderes erwartet, oder? Wo ist denn, Madame, ich bin immer woanders und nie da, wo ihr mich sucht? Das ist jetzt eine gute Frage. Ist sie beim Essen vielleicht? Kann ich nämlich nicht alles anzeigen gerade. Ich hasse es, wenn man die Leute mal suchen muss. Also weil sie halt eben nicht auf der Karte zu finden sind. So, gucken wir jetzt nochmal nach. Manchmal ist es ja so, dass wenn man ein paar Sekunden... Da gucke ich mal am besten persönlich nach. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie jetzt auf einer anderen Karte ist, weil dann kriege ich echt zu viel. Dann kann ich sie ja gar nicht finden hier. Nee, sie soll aber irgendwo hier sein. Laut dem Ding. Ich schau mal, wo bin ich denn jetzt gerade? Ich schau mal im Jeremie nach, ob sie sich da gerade am Verstecken ist. Wir sind für dich da. Weil das ist immer so ein bisschen blöd, dann da rumzuswitchen. Um zu gucken, wer da drin ist. Hier ist auf jeden Fall nicht. Da hinten ist auch nicht. Ja. Ich liebe es. Och, da kommt sie endlich mal. Sie war wahrscheinlich irgendwie im Hier und Jetzt oder keine Ahnung, in was für einer dritten Ebene von keine Ahnung was. Danke für deinen Besuch. Vanellope, du wurdest für ein besonderes Geschenk ausgewählt. Ah. Wirklich? Ich Glückspilz. Das ist etwas, was Mike und ich schon seit... Nein, ich will dieses Geschenk ohne Erwartung annehmen. Gib schon her. Bist du sicher? Aha. Ja. Gut, dann mach für einen Moment die Augen zu.
Was hältst du davon? Wow! Das riecht übel. Wie Ralfs altes Haus im Müll übel. Oh, du magst es nicht? Aha. Naja, es ist kein Duft für den Alltag, aber es ist trotzdem irgendwie cool. So schlecht zu riechen, das ist irgendwie eine Superkraft. Darauf hatte ich gehofft. So kann man es auch betrachten. Also ich hätte es jetzt eher mit als das neue Level, was man bezwingen muss, verkauft. Aber so ist auch okay. Wirst du so zum Schurken? Eher eine unbeabsichtigte Folge meiner Macht. Ich weiß nicht, ob ich es ertragen könnte, nochmal so zu riechen. Aber ich werde auf jeden Fall ein paar Orte finden, an denen ich richtig stinken kann. Alles klar, du machst das schon, Vanellope. Viel Spaß. Juhu! Achso, erstatte Mike Bericht. Ich dachte, wir müssen Dagobert jetzt Bericht erstatten. Na gut. Dann, Mike. Du bist hier! Ja. Nun, ich nehme an, es ist nicht so gelaufen, wie wir gehofft hatten. Faulender Fisch, was hast du dir dabei gedacht? Ja. Ja, sie sind noch nicht bereit für deine Visionen. Oh. Das ergibt Sinn. Zum Glück schätzt du guten Geschmack. Wenigstens habe ich noch etwas Eau de Closette für einen besonderen Anlass übrig. Jetzt müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Feinschmeckerzähne hier richten. Oh oh. Das ist die richtige Einstellung? Woran hast du gedacht? Oh. Ich habe mich über die heißesten Trends in der Woche der Lebensmittel informiert. Und Straßenessen zur Haute Cuisine zu machen, scheint gerade der letzte Schrei zu sein. Wir lieben fantastische Hausmannskost. Was willst du also machen? Lass es uns interessant machen. Ich gebe dir die nötigen Zutaten und du schaust, ob du das machen kannst, was mir vorschwebt. Ich kann es ja mal probieren. Ausgezeichnet. Hm. Denk daran, wir nehmen etwas Klassisches und Wertendes auf. Es braucht Eleganz und Schwung. Okay, gib mir die Zutaten. Nun, die normalen Zutaten sollten ganz einfach sein. Weizen, Milch und eine Muschel. Aber die Hauptzutat ist ein bisschen kniffiger. Wenn Scar einer Hauskatze ähnelt, spuckt er in einer seiner Höhle Fellknäuel aus und lässt sie dort liegen. Eklig, aber wahrscheinlich richtig. Warte. Du willst, dass ich mit einem Fellknäuel koche? Oh, ja, 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 ja! Nicht irgendein Fellknäuel, sondern ein herrschaftliches Fellknäuel. Dadurch wird das Endergebnis viel edler. Ich werde es zwar bereuen, aber ich bin dabei. Wow. Toll, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich das entwickelt. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, Scar, ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass wir irgendwelche ausgespuckten, ranzigen Reste von deinem Inneren hier aufsammeln. Ja. Eins reicht hoffentlich. Weizenmilch und Muscheln haben wir auch. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch alles. Wieso zeigt er jetzt nichts an? Koche eine leckere... Naja. Lecker würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen, aber ja. Wir kochen mal. In die Richtung. Oh, sehr schön. Die Bäumchen sind auch wieder neu. Klaue ich mir direkt noch mal ein paar Früchte. Zack. Und da wir gerade so schön dabei sind... Och, Mike, hast du mich jetzt gerade erschreckt. Nehmen wir den vom dritten auch noch. Aber hinten werde ich jetzt nicht extra noch rüberreisen. So, ja. Leckeres Rezept. Feinschmecker. Achso, das ist das hier. Ja, das ist das. Okay. Zeige Remi den... Okay. Der Arme. Den markiere ich mal auf jeden Fall mal, weil der ist immer so klein, dass man den so schnell übersehen kann, wenn er hier so rumläuft. Remi, da. Ja gut, er hat jetzt ein Questzeichen auf dem Kopf. Aber sonst ist es aber halt ich bräuchte bisschen, mal die Hilfe, ne, eines Menschen. Bonjour. Hey, Gameplayerin. Hilfst du Mike immer noch mit deinem Eau de Closette?
Wir haben uns auf die Zubereitung von Leckereien konzentriert und als kulinarischer Experte des Dorfes würden wir gerne deine Meinung hören. Oh wow, was hast du gemacht? Es ist eine Anlehnung an eines von Mikes Lieblingsgerichten aus seiner Heimat. Ein Feinschmecker-Rotdog. Okay. Hier, nimm einen Bissen. Es tut mir leid, aber das schmeckt wie Müll. Ist das gut oder schlecht? Oh. Nun, aus meiner Sicht, es ist nicht toll. Ich bin sicher, du hast hart daran gearbeitet. Für Müll muss man sich nicht schämen. Meine Familie und ich haben viel Müll gegessen, bevor ich Küchenchef wurde. Aber ich bin froh, dass dieses Kapitel meines Lebens abgeschlossen ist. Na gut. Warum bringst du es nicht Mike zurück? Ich bin sicher, dass es ihm gefallen wird. Aber er hätte doch zumindest sagen können, dass er das Ganze bei sich auf die Karte setzen würde, damit die Monster das halt eben essen können. Danke, Leute, ich bin auf den ganzen Abend hier. Hallo, ich will reden. Vergessen, auch im Kellner Trinkgeld. Da steht reden, ich drück E und die streichelt trotzdem. Sag mal, wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Hey, du! Aha. Und jetzt bin ich der neue Superstar-Visionär des Tals, oder sowas? Wow. Halte deinen Applaus zurück, während ich mich auf meine Nahaufnahme vorbereite. Eigentlich möchte Remy den Feinschmecker Rotdog nicht. Was? Tut mir leid, Mike, aber ich glaube, dein Geschmack ist für die meisten Leute hier ein bisschen zu experimentell. Es ist wahr, das war schon immer mein Fluch. Der Zeit voraus, bahnbrechend, revolutionär. Aber manchmal wird es einsam, wenn der Erfolg dich so hoch emporhebt. Lass uns hier nicht so sehr übertreiben. Wer übertreibt hier? Ich bin ehrlich, sogar bescheiden. Ich habe eine Idee. Warum teilst du den Feinschmecker-Rotdog nicht mit Sully? Ich wette, er würde sich über ein bisschen Geschmack von zu Hause freuen. Oh ja! Tolle Idee, Gameplayerin. Ich gehe und suche ihn. Das wird ich denke mal, ich muss dabei sein. Ja. Ja, verstanden. Hey, Mikey. Ich habe etwas Unglaubliches von der anderen Seite des Tals gerochen. Was hast du da? Lass deine Augen und deinen Magen an dieser Delikatesse teilhaben. Ein klassischer Rotdog. Yeah. Oh, wow. Das erinnert mich an früher. Zweites Semester. Erinnerst du dich an das Wettessen? Hey, wenn die Rotdogs damals so geschmeckt hätten wie diese, wäre ich vielleicht besser gewesen. Vielleicht teile ich das Rezept bei meinem nächsten Besuch mit der MU. Also Monster. Ach, Kinder werden so schnell erwachsen. Genau dich wollte ich sehen. Was denkst du jetzt über das Tal? Hä? Viele Leute hier haben einen seltsamen Geschmack. Ich weiß, es ist nicht gerade toll, wenn andere Leute deine Interessen nicht teilen. Aber wenigstens konntest du dich mit deinem besten Freund treffen und eine nostalgische Leckerei teilen. Selbst wenn die Dorfbewohner nicht dasselbe essen mögen wie du, freuen sie sich trotzdem, dass du den Weg hierher zurückgefunden hast. Oh nein, du bringst mich zum Weinen, Gameplayerin. Wie soll ich meine Gelassenheit bewahren, wenn ich wegen dir ein feuchtes Auge kriege? Versteck deine Gefühle nicht, Mike. Ja! Du hast recht. Ich muss es zu schätzen wissen, wie gastfreundlich alle sind. Oh, und noch etwas, Gameplayerin. Ja, Mike? Auch wenn dein Geschmack fragwürdig ist, du bist immer noch die Beste. Ich traue meinem Auge nicht. Ja, vielen Dank für dieses Kompliment, würde ich da mal sagen. Wir haben noch eine weitere Quest offen aktuell mit Mike und die werden wir natürlich auch machen, aber erst in der nächsten Folge. Deswegen mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen dann in der nächsten Folge, ja, was er sich wieder für neue Spinnereien einfallen lässt. Oder sollte ich sagen, für kulinarische Spezialitäten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.